Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Strandfigur-Gemeinde. Der Doc Strandfigur ist wieder zurück. Ich war eine Zeit nicht zu sehen auf YouTube. Das lag daran, dass ich ein bisschen im Urlaub war, ein bisschen durch die Welt gereist bin, habe mir in Kuba ein paar schöne kubanische Zigarren gegönnt. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich bin jetzt wieder immer freitags für die Fragestunde zuständig und habe mir hier von Facebook heute drei Fragen rausgesucht, die ich jetzt für euch beantworten möchte. Und ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwie weiter rumparliere, werde ich gleich mit der ersten Frage beginnen. Und die kommt von Jana auf Facebook. Und zwar, was soll man davon halten, war ihre Frage. Jetzt müssen wir natürlich erstmal rausfinden, was meint sie damit. Und zwar hatte sie einen Artikel verlinkt, wo es von der Apothekenumschau um das Thema Eiweißpräparate ging. Und hat ein Ernährungswissenschaftler halt die Wirksamkeit dieser Eiweißpräparate in Frage gestellt und es ging los. Eiweißshakes, Powerriegel oder Aminosäurepullen werden als Wundermittel für den schnellen Muskelaufbau angepriesen. Doch ihre Wirkung lässt oft zu wünschen übrig. Und dann wird in diesem Artikel halt darüber geschrieben, dass die Wirkung von diesen Nahrungsergänzungssupplementen nicht bewiesen ist und dass teilweise sogar Präparate sehr schädlich sein können. Und ja, jetzt wollte Jana wissen, was sie davon halten soll. Grundsätzlich, und das ist jetzt an dieser Stelle mal echt wichtig zu sagen, müssen wir, wenn ich jetzt nochmal vorlese, doch ihre Wirkung lässt zu wünschen übrig, müssen wir für uns als Verbraucher und auch als Coach oder Arzt oder wie auch immer erstmal definieren, was wir unter dem Begriff Wirkung verstehen. Denn mit Wirkung, das kann man sehr breit gefächert definieren. Ich könnte jetzt erstmal überlegen, okay, meine ich mit Wirkung, dass ich innerhalb von 1 bis 2 Wochen 20 Kilo abnehmen kann oder 5 Kilo Muskelmasse zunehmen kann, dann muss ich dem Artikel absolut recht geben, sind diese Eiweißpräparate natürlich vollkommener Humbug. Diese Wirkung kann kein Produkt erzielen. Diese Wirkung kann ja auch sein, soll diese Wirkung sein, dass diese Eiweißpräparate besser wirken als andere Proteinquellen, also natürliche Proteinquellen, obwohl natürlich das Eiweiß in einem Produkt, wie zum Beispiel einem Molkeprodukt, ist ja ein natürliches Eiweiß. Es ist ja nicht synthetisch hergestellt, es ist nur extrahiert. Aber die Frage ist jetzt, ob die Wirkung zum Beispiel von einem Whey-Protein oder einem Casein-Protein besser ist als eine Wirkung von einem Magerquark. Und da muss ich auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung sagen und aus meiner Sprechstunde weiß ich das, dass die Wirkung jedenfalls nicht besser ist als aus Magerquark. Das heißt, es gab keine einzige Studie, die jemals belegt hätte, dass ein Pulverprotein eine bessere Wirkung erzielen kann auf Muskelaufbau abnehmen als ein normales natürliches Eiweiß. Aber, und jetzt kommen wir zum dritten Teil der Definition von Wirkung. Jetzt ja, wollte ich natürlich noch dazu sagen, der Vorteil von Proteinpulver ist einfach, sie sind unglaublich praktisch. Man hat eben nicht beim Training jedes Mal danach irgendwie einen fetten Magerquark dabei, der irgendwie dann im Spind käsig und sauer wird, weil es irgendwie so heiß ist, sondern kann dann einfach wunderbar sich sein Pulver mischen. Oder man hat halt abends, weiß man nicht mehr, was man sich zu essen machen soll und nimmt man einfach, anstatt irgendwie jetzt noch irgendwie sich einen Döner reinzuziehen und man hat nichts anderes, dann nimmt man sich einfach einen Shake und macht den. Das heißt, Eiweißshakes sind einfach unglaublich praktikabel und praktisch. Und somit helfen sie auch beim Abnehmen, wenn sie mein Leben einfacher und praktischer machen. Deswegen könnte ich auch das Thema Wirkung, den Begriff wieder so definieren. Ihr seht also, man muss sehr differenziert an diese ganzen Themen immer rangehen. Und wenn du jetzt mich fragst, sind Eiweißpräparate für mich gut, dann kann ich sagen, ja, wenn du sie als Ergänzung zu deiner natürlichen, normalen Ernährung siehst. Und wenn du nicht übertreibst mit dem Konsum und wenn du dich an gute Produkte hältst, denn dieser Artikel kam ja zum Beispiel in der Apothekenumschau, ja, und das Protein, welches ich immer empfehle von X-Body, ist auch das Apothekenprotein. Es wird also in Apotheken angeboten und im Internet, naja, man hat immer teilweise Produkte aus Amerika, die auch mit teilweise sehr skurrilen Methoden beworben werden und auch sehr viel
unnatürliche Ergebnisse versprechen. Und da weiß man immer nicht genau, was mischt eigentlich der Hersteller da noch alles rein, um schnell Ergebnisse hervorzurufen. Deswegen wähle auf jeden Fall hier eine gute Qualität. Wie gesagt, ich nehme das von X-Body, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ansonsten ein anderes gutes Präparat. Und damit, glaube ich, habe ich die Frage ganz gut hoffentlich beantwortet. Springen wir jetzt mal zur nächsten Frage, die kommt von Steffi. Hey, wo finde ich denn diese ganzen Übungen zum Trainieren? Bin irgendwie zu doof, um sie zu finden. PS, ich finde deine Videos klasse, bin erstmal richtig motiviert und dank dir habe ich auch endlich mal angefangen. Danke. Okay, Steffi, was viele Leute nicht wissen, auch auf Facebook, ich habe ja einen YouTube-Kanal, beziehungsweise Kolja hat den YouTube-Kanal, wo er immer seine ganzen Trainingsvideos und so weiter macht. Und da gibt es auch sogenannte Playlists. Das sind einfach eine. Kannst du dir vorstellen, als eine Art Kette von Videos, die ich immer in gewisse Playlists packe, sodass, wenn eine Übung, zum Beispiel ein Übungsvideo zum Thema Bauchmuskeln fertig ist, kommt dann gleich das nächste Video. Und du kannst also mehrere Videos gleich hintereinander anschauen. Und diese Playlist verlinke ich dir mal hier unter dem Video und kannst du auch einfach mal hier auf den Banner klicken. Dann kommst du zur Playlist für Fettabbau. Oder du kannst dir auch, wenn du die Playlist siehst auf der Seite, dann kannst du dir einfach alle Übungen zum Bauchmuskeltraining anschauen oder alle Übungen zum Beinmuskeltraining. Und da findest du dann meine ganzen Übungen und auch für alle anderen, die sie bisher gesucht haben. Ihr könnt dann einfach auf diesen Playlists alle Übungsvideos von mir anschauen. Es gibt zum Beispiel auch eine Playlist mit den ganzen Muskelmittwochen, also mit den Übungsvideos, die Kolja immer am Mittwoch macht. Okay, und dann noch eine letzte Frage, damit das Video nicht zu lange wird, von Sascha. Und zwar: Hallo Kolja, ich habe eine kurze Frage. Ich muss aus persönlichen Gründen circa 2 Jahre mit dem Training aufhören, musste aufhören. Vorher hatte ich es geschafft, in 1,5 Jahren 36 Kilo abzunehmen. Da ich inzwischen wieder etwas zugenommen habe, würde ich gerne wieder durchstarten. Ich habe damals extrem viel im Studio mit Gewichten trainiert und würde das gerne wieder anfangen. Jedoch ist der Muskelkater vorprogrammiert. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, wieder mit dem Krafttraining zu beginnen? Weniger Gewichte, mehr Wiederholungen? Wäre super, wenn du mir was empfehlen kannst. Also, kurze Zusammenfassung. So wie ich es verstehe, hast du jetzt 1,5 Jahre nicht trainiert. Das heißt, dein Körper ist gerade das Training nicht mehr so gewohnt. Vielleicht hast du auch wieder ein bisschen Gewicht zugenommen, weiß ich nicht genau. Genau, dein Ansatz ist aber schon hier an der Stelle sehr richtig. Das heißt, immer wenn man jemand hat, der noch nie Krafttraining gemacht hat oder der gerade erst wieder anfängt, dann macht man eine sogenannte Konditionierungsphase. Das heißt, wir wollen den Muskel und somit auch dem Skelettsystem und deinem ganzen Körper Gelegenheit geben, sich erst wieder ans Training zu gewöhnen. Denn neben deinen Muskeln gibt es auch sogenanntes bradytrophes Gewebe, also Gewebe, welches einen langsameren Stoffwechsel hat und längere Zeit braucht, sich anzupassen. Ich denke da zum Beispiel an den Knorpel oder an die Sehnen oder zum Beispiel auch an die Bänder und so weiter. Und um das besser hinzubekommen, können wir eine Konditionierungsphase machen, wo man mit circa 15 bis 17 Wiederholungen anfängt, nicht so viel Gewichte nimmt und erstmal den Muskel langsam wieder ans Training gewöhnt. Und dann, so nach 2 bis 3 Monaten, könntest du dann anfangen, deine Wiederholungen wieder ein bisschen runterzuschrauben, je nach Trainingsziel. Dann, wenn du Muskeln aufbauen willst, so auf 12 Wiederholungen, 12 bis 15 Wiederholungen am Anfang zu gehen. Wenn du dann Maximalkraft gleich machen würdest, würdest du dann wieder noch weiter runtergehen und so weiter. Aber am Anfang diese Konditionierungsphase, also wie du schreibst, eher weniger Gewichte, mehr Wiederholung und dann nach und nach die Gewichte steigern. Und dann kann sich auch dein ganzes anderes Gewebe anpassen und dein Körper wird gesund trainiert und alles wird schön und gut. Ja, das war es dann auch schon diese Woche für die Freitagssprechstunde. Ich bin auf jeden Fall nächsten Freitag wieder für euch da. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die bei Facebook auf unserer Seite teilen. Am besten öffentlich, damit die anderen Leute das auch sehen. Das heißt, für diese Fragestunden werde ich immer nur die öffentlichen Fragen benutzen. Und ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Video. Und wir sehen uns dann, ich würde sagen, nächsten Freitag wieder in einer Woche. Das war dein Doc. Ciao. Sag mal, hat hier irgendjemand eine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Zigarre geraucht. Ja, die hat mein Bruder hier mir mitgebracht aus, nicht aus Kolumbien, sondern aus Kuba. Da braucht man noch so ein, weißt du das irgendwie, wie das geht? Da braucht man noch so ein Abzwickding. Na, hier. Ja.